Altsport Leipzig lautet unsere nächste Partie. Und die Leipziger haben mir so einen kleinen Fanblock mitgebracht. Das dürften Eltern sein, vom Alter her, ohne irgendwie zum nahe zu treten. Von euch aus gesehen, oben rechts so der Leipziger Block mit mitgereisten Eltern. Sind wir sehr, sehr gespannt, ob das wieder die Stimmung in dieser Halle weiter verstärkt. Also BVB gegen RBL. Der Vorjahresfinalist aus Dortmund gegen den letzte Woche Finalisten in Dettelbach beim Norit Cup RB Leipzig. Und wir haben seit dem frühen Start der Dortmunder. Ole. Jetzt kommt der BVB. Torschütze Hafani Buramya. Das Duell ja übrigens auch heute Abend, wo ihr dann gerne ab 6:45, also ab der zweiten Halbzeit einschalten dürft, weil die erste Halbzeit spielen wir ja noch hier. Da beenden wir den Tag nachher mit Wolfsburg gegen Bayern und dann dürft ihr gucken, was ihr wollt, aber Leipzig gegen Dortmund macht dann schon Sinn. Dürfte auch eine vielversprechende Partie werden heute Abend zum Start in die Bundesliga. Aber jetzt erstmal U16-Fußball. Leipziger ja auch mit der Jugend noch gar nicht so lange gewachsen, ist ihre vierte Teilnahme. Trotzdem haben sie eins geschafft, was dem BVB in 16 Teilnahmen mit dieser hier noch nie gelungen ist. Leipzig hat das Ding schon mal gewonnen, 2016. Bei ihrer Premiere gleich den großen Pokal mit nach Hause genommen. Nächster Abschlussversuch, große Chance hier, Nachschuss von Aboubekir Ömer Elzein. Wechsel jetzt beim BVB. Christoph Gerling zählt die 4 Sekunden, da sind wir locker drin. Spiel auch weiter über die Bande gespielt. Langen Beinen hat er da fast noch angekommen. Gut geklärt. Robert Auhahn. Schussversuch geblockt. Einen Nationalspieler haben wir bei RB Leipzig schon mal entdeckt, mit der Trikot Nummer 17, Michael Koska. Hier der Schussversuch von Lehrt Tahiri kam. Also Trikot Nummer 17, Michael Koska, gerade berufen worden für das Turnier Anfang Februar in Portugal, wo die deutsche Nationalmannschaft ja auf Holland, Argentinien und Portugal die Gastgeber trifft. Nächste Möglichkeit für die Leipziger und der Schussversuch, müssen wir uns nochmal angucken, sah nicht komplett unhaltbar aus. Torschütze Tim Koch, so, jetzt sehen wir es nochmal, seitlicher Winkel, ja, war schwer da noch ranzukommen. 1-1, Koch mit dem Ausgleich. Lange Ball geblockt, das war eher ein Foulspiel, das gibt glaube ich Vorteil, aber das hat wehgetan. Auf einer Sohle da rein. Aber jetzt geht er erstmal Pause. Leipzig, Erik Uhlmann.
humpelt da von der Platte. Das ist die große Möglichkeit. Wenn er ganz cool bleibt, lässt er den Dortmund ans Leere laufen und legt die Kugel quer. Sagt sich von hier so leicht. Ich hier in meinem dicken Sessel. Entspannt am Mikro. Wild. Temporeich, dynamisch, aber wild das Spiel. So richtig Struktur noch nicht zu erkennen. Symptomatisch auch diese nächste Chance. Max Diekerhoff vereidelt das aber am Tor der Dortmunder. Die Klasse zurückgelegt, aber wieder gut aufgepasst, gut verteidigt. Das ist eine Menge Dynamik, eine Menge Tempo. Im Spiel, Abschlussversuch. Und der Eckball für den BVB. Mata bringt die Kugel rein. Mit der Bande. Bleibt am Ball, aber dann Kugel gesichert von Fabian Oettinger im Tor der Leipziger. Klasse behauptet. Mittelstürmer-Manier. Oh, ich glaube, da waren beide am Arbeiten. Lorenzo Cocco. Ist übrigens der Top-Stürmer gerade mit der Nummer 9, der jetzt von der Platte geht. Der Leipziger, 9 Saisontore. Jetzt nochmal ein bisschen Diskussion hier. Christoph Gerling, auch für ihn der zweite Einsatz heute. Schiedsrichter vom VfL Pforzheim. Auch so Dinge, die morgen einfach nicht mehr stattfinden werden. Das ist jetzt nochmal so ein bisschen Regelkunde für die Jungs. Bundesland zu Bundesland wird das noch ein Stück weit anders gehandhabt. Hallenregeln noch nicht von der EU genormt. Das kann man schon mal sagen. So, Freistoßversuch. Klasse gehalten. Gute Reaktion aus den kurzen Distanzen hier. So, super rumgelegt. Ah, den kriegt er nicht ganz sauber verarbeitet, sonst geht er dahin. Jetzt haben wir nochmal die Parade. Zack, ganz schnell unten gewesen. Und da braucht mir keiner mehr damit kommen, den muss er nach außen lenken. Das ist aus 10 Entfernung mal komplett. Mal rüber. 4-Sekunden-Regel war überschritten. Ballbesitz für Schwarz-Gelb. Die haben sich was überlegt. Jetzt gibt es noch mal ein bisschen Regelkunde. Gerling holt das Maßband raus. Zack, dann haben wir soweit alles geregelt. Kann losgehen. Boah, darauf hätten wir jetzt nicht so lange warten müssen. Jetzt nochmal die Möglichkeit, kriegt er ihn rüber gehoben? Nein. Langer Ball, wieder nicht ganz sauber verarbeitet. Es ist unglaublich viel Dynamik und Tempo im Spiel. Ich hoffe, das kommt so ein bisschen rüber. Nächster Abschlussversuch. Wie gesagt, es ist nicht so die klare Struktur. So wie vorhin vielleicht die Mainzer zum Beispiel. Aber es ist unglaubliche Dynamik auf der Platte. Merkt man, wie athletisch beide Mannschaften sind. Gerade die Leipziger natürlich immer wieder profitieren davon.
Der war verdeckt, der Abschluss und die Kugel geht rüber. Abschlussversuch, Robert Auhahn. Und vorher Bickel. Der 14er beim BVB. Beim BVB ja auch der ein oder andere Prominente dabei. Felix Götze zum Beispiel war 2014 hier. Den haben wir schon hier im Stream begleitet. Felix Götze, das ist natürlich einfach zu merken. Natürlich auch hier immer wieder der Vergleich mit Bruder Mario. Also Felix Götze 2014 hier gewesen. Marco Reus war 2005 auch übrigens mit dem BVB hier. Dann ja später über die Station Aalen, Mönchengladbach zurück zum BVB und da jetzt Kapitän und Identifikationsfigur. Brachte heute ja den Satz raus im FAZ-Interview. Ich werde niemals zu den Bayern gehen, das ist versprochen. Ihr habt natürlich bei allen Dortmund-Fans großen Applaus. Marco Reus, wie gesagt, 2005 stand er hier auf der Platte. Die Anspiele da sind immer nicht schlecht, diese tiefen, hohen, aber sie bekommen sie noch nicht so richtig an den Fuß geklebt. Und deswegen wären es keine gefährlichen Abschlüsse. Das meine ich so mit etwas strukturloser, etwas chaotischer. So, wieder der Versuch, tiefer, langer Ball. Und Leipzig drischt das Ding dann nach vorne. Hier nochmal der Hinweis auf unseren Live-Score. Alle Infos, alle Statistiken auf freebackup.de. Einfach, wie sagt man neudeutsch, im Second Screen mal reinklicken und entdecken, wer denn so am besten aus den Stahllöchern kam. So, klasse zurückgelegt jetzt und dann der Abschluss. Leipzigs Jan-Marvin Krüger. Hier mit der Bande wunderbar abgelegt und vollendet, keine Chance für Max Diggerhoff. Anderthalb Minuten vor dem Ende. Bevor es gleich dann in der Halle zum ersten Mal richtig, richtig laut wird, denn dann trifft die Mühlenkreisauswahl auf den FC Schalke 04 mit dem ersten Auftritt. Aber erstmal hier die letzte Minute beim Stand von 2:1 für Leipzig gegen den BVB. So, klasse, den mal rübergelegt. Aber wieder geht der Fuß nicht ganz ran. Und das Scharmützel an der Ecke bringt den Leipzig an Zeit. Oh, jetzt der Ballverlust. Die Möglichkeit zur Entscheidung, aber da hatte dann Diekhoff noch was dagegen. Kriegt die Pranke da noch ran. So, Abschlussversuch. Wir haben noch 13 Sekunden auf der Uhr. Der Ball muss jetzt nach vorne. Gut abgeblockt. Diekhoff. 3 Sekunden noch. Ballbesitz für Leipzig. Das dürfte es gewesen sein. Das wäre jetzt schon ein Wunder. Ich muss eigentlich die Uhr nochmal auf 3 Sekunden zurückstellen. Sonst war es ein mega cleveres Zeitspiel. Gerling hier hat alles im Griff zusammen mit Ben Kliffisch. Das war's. Leipzig gewinnt mit 2:1 den Auftakt gegen den BVB. Wir sind gleich mit der Mühlenkreisauswahl zurück.